Kürzlich hörte ich zwei Frauen zu, die sich unterhalten haben. Die eine sagte, ach weißt du, ich bin jetzt schon seit Monaten krank und es wird ja nie besser und ja, ich habe mich auch schon echt dran gewöhnt. Die andere stimmte ihr zu und sagte, ja, bei mir wird es auch immer schlimmer und ich dürfte das eigentlich gar nicht haben, aber ja, nun ist es mal so und ich glaube auch nicht, dass ich das nochmal loswerde. Ich habe von Christen gehört, die sagen, ich bete schon so lange für meine Sachen, aber es wird sich nichts ändern. Das weiß ich. Sonst, wenn der Herr gewollt hätte, hätte er ja schon was unternommen. Oder sie sagen, ich glaube eigentlich nicht wirklich, dass Gott heute noch heilt. Wenn er das wollte, hätte er das bei mir ja schon längst gemacht. Oder, wenn der Herr mich geheilt hätte, könnte ich auch anders leben. Dann könnte ich mich auch um andere Dinge kümmern. Aber der Herr will ja nicht. So sprechen wir oft Dinge aus über unser Leben, die den Zweifel und den Unglauben in unserem Herzen richtig dick, fett füttern. Der Zweifel ist etwas, was der Feind als allererstes immer auf der Agenda hat. Der Zweifel ist etwas, was der Feind immer und immer wieder in unser Leben hineinstreut. Egal auf welchem Weg, immer sind die Zweifel von ihm in unserem Leben da. Und das war schon ganz am Anfang so, als die Welt geschaffen wurde, lesen wir, dass der Feind sagte, sollte Gott gesagt haben, er säte sofort den Zweifel in die Herzen der Menschen dort. Und so ist es bis heute geblieben. Wir müssen uns jeden Tag, und vielleicht manche Leute mehrmals am Tag, entscheiden, ob wir dem Zweifel glauben oder Gott glauben. Ich weiß, dass das eine Herausforderung ist. Ich habe das auch manchmal als Herausforderung, dass ich mich ganz neu fokussieren muss auf das, was in der Bibel steht, auf die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Dass ich auf die Verheißungen schaue, dass ich den Verheißungen zuhöre, dass ich mein ganzes Herz, meinen Sinn, meinen Geist auf diese Verheißungen Gottes ausrichte und auf ihn schaue. Das meint die Bibel mit, lasst uns hinschauen auf Jesus. Die Situationen, in denen wir stehen, sind immer so, dass sie unseren ganzen Blick, unsere ganze Aufmerksamkeit haben wollen. Die Bedrängnis, in der wir oft stehen, hat es in sich, dass sie uns völlig gefangen nehmen will und wir nur noch darauf schauen, was eigentlich gar nicht geht. Aber Preis sei Gott. Wir haben einen Gott, der übernatürlich in unserem Leben handelt. Wir haben einen Herrn, der stark ist, der mächtig ist. Und wir müssen uns entscheiden, jeden Tag Gott zu glauben. Jeden Tag uns auf seine Verheißungen zu stellen, dass das, was er gesagt hat, wahr ist. Und wenn die Umstände total das andere sagen, total das Gegenteil, glaube Gott mehr. Das, was er sagt, das ist das Richtige, das ist das Gültige und das ist das letztendliche Wort über dein Leben. Vertraue ihm ganz neu in den Entscheidungen zum Glauben hin. Und schüttel den Zweifel ab. Verweigere den Zweifel Zugang zu deinem Herzen. Und schaffe Raum, dass der Glaube immer mehr in deinem Herzen wächst. Jeden Tag sich auf die Verheißungen zu stellen. Jeden Tag auszusprechen, Herr, ich glaube das, was du sagst. Und ich weiß, Gott wird dir dabei helfen und Gott hat mehr für dich.